Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch ein Bauchworkout machen und ihr braucht dafür ein Handtuch. Also nimm dein Handtuch zur Hand und dann werden wir schöne Übungen für deine Bauchmuskulatur machen. Und ja, wenn du magst, kannst du vorher dich ein bisschen aufwärmen und dann kann es auch schon losgehen. Wichtig ist, wenn wir gleich die Übung machen, schaue immer, dass du dich dabei wohlfühlst und wenn es für dich einfach so ist, dass du eine Pause brauchst, dann machst du kurz eine Pause. Okay, wir machen wieder eine Minute und 15 Sekunden Pause. Die Minute ziehen wir aber voll durch. Alles klar? Dann lass uns beginnen. Und zwar starten wir in 10 Sekündchen. Wir gehen schon mal in die Rückenlage. Nimm dein Handtuch schön weit und dann legen wir einmal den Kopf in das Handtuch ganz locker und leicht ab. Lass die Arme nach außen, zieh effektiv am Handtuch nach rechts und links und dann kommen wir hoch. 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 Die Beine sind hüftbreit geöffnet. So, Achtung! Also, du solltest das Ziehen am Handtuch vermeiden. Das dient eigentlich nur zur leichten Kopfstütze, weil die Kraft kommt aus deiner Körpermitte. Also ganz wichtig, arbeite mit der Bauchmuskulatur und heb die Schultern hoch und tief. Ausatmen beim Hochgehen, lass den Kopf locker im Handtuch liegen. Denke immer wieder an deine Körpermitte, vertief die Bauchdecke nach innen und hoch und tief. Sehr schön. Okay, lass den Kopf liegen. Kurze Verschnaufpause, heb die Beine, winkel sie. Jetzt leg das Handtuch über die Schienbeine und übe einen Gegenzug aus Richtung Matte. Fußspitzen zeigen zu dir. Kopf locker lassen, Schultern locker und heb den Popo. Aber du kannst zum Beispiel einen Gegendruck ausüben, indem du mit den Händen am Handtuch nach unten ziehst, ja? Dann ist es schwerer. Lass die Schulter locker. Tempo beibehalten. Jawohl. Zieh schön nach unten. Gleich geschafft. Und schön heben. Zieh das Handtuch Richtung Matte. Gut gemacht. Wir halten das Handtuch nochmal breit. Schulterbreit. Genau. So, weil wir wollen jetzt nach rechts und links uns drehen, wenn du hochkommst. Also, linkes Knie, rechtes Knie. Versuch mal mit dem Handtuch hinter dein Knie, also deine Kniescheibe zu kommen, dass du so weit nach oben kommst. Hep, 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 hep. Im Wechsel. Achte darauf, dass die Beine fest und stabil auf der Matte bleiben. Die Knie bleiben hüftbreit geöffnet. Geschafft, noch 3 Sekunden. Sehr schön. Lass deinen Kopf wieder liegen. Dann nehmen wir das Handtuch einmal praktisch unter deine Füße. So, jetzt das gleiche Spiel wie eben nochmal. Wir heben nochmal den Po. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief, hoch und tief,
tief. Hoch und tief. Zieh nach unten. Zieh richtig am Handtuch. Übe Druck aus auf deine Füße. Und dabei ziehst du effektiv den Bauchnabel nach innen. Zieh nach unten. Wenn du hier bist, zieh mal noch ein bisschen. Und jetzt zieh. Und wenn du ziehst, Bauchnabel nach innen, Schultern locker. Zieh. Und ziehen. Und ziehen. Noch ein bisschen kommt. Super gemacht. Die Beine wieder aufstellen. Das Handtuch ungefähr schulterbreit festhalten. So, jetzt gehen wir einmal mit dem rechten Bein und heben das rechte Bein senkrecht zur Decke. Das Handtuch geht am rechten Bein entlang und wieder ab, nach hinten und hoch. Eins, zwei, drei, vier. Hopp, 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 hopp. Wenn du schwerer willst, dann schau mal, dass du hier oben bleibst. Also, leichte Variante ablegen, schwerere Variante ohne ablegen. Schnelles Tempo. Zack, 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 zack. Hep, 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 hep. Hoch, tief, lang, streck. Gut. Super gut gemacht. Achtung, nimm nochmal das Handtuch über deine Knie. Dann ziehen wir einmal die Schultern von der Matte, vertief die Bauchdecke nach innen, streck die Beine, mach die Arme nach hinten und winkel. Yes! Vertief die Bauchdecke, einklappen und strecken. Einklappen und strecken. Super gut. Vertief noch mehr die Bauchdecke und achte auf deinen Kopf. Schultern bleiben in der Luft. Wenn du merkst, ich kann nicht mehr halten, dann setz einfach ab, okay? Ansonsten komm hoch. Halte durch, noch 10 Sekunden. Bleib im Tempo. Gut gemacht. Vertiefe, beziehungsweise tief ein- und ausatmen, wollte ich sagen. So, jetzt weiter. Achtung, linkes Bein zur Decke. Gleiches Spiel wie mit dem rechten Bein. Achtung. Komme hoch, Mitte, absetzen. Zack, zack, zack. Absetzen. Zack, zack, zack. Oder zack, zack, halten. Oh. Hoch, Mitte, halten. 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 30 Sekündchen noch. Komm. Schön atmen. Macht ihr super. Gut gemacht. Komm nach oben in den Sitz geschaukelt. Für den Russian Twist kann man auch sehr schön mit Handtuch machen. Festhalten. Stell mal die Fersen auf, Brust raus, Bauchnabel nach innen und twiste. Super gut.
Und schön die Bauchdecke nach innen. Halte das Tempo. Achte auf deine Beine. Also, die müssen fest stehen bleiben. Ganz wichtig. Keine Wackler. Genau. Fest. Alles ist fest angespannt. Brust raus. Und die Beine halten wir. 20 Sekündchen noch. Gut gemacht. Entspanne dich. Locker. So, wir bleiben sitzen. Nimm nochmal das Handtuch nach vorne. Verlagere dein Gewicht nach hinten. Halt das Handtuch in Verlängerung deiner Schultern. Und jetzt, guck mal, kicke mal nach oben im Wechsel. Kick, 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 kick. Richtung dem Handtuch. Ja. Okay, super gut. Jetzt gibt es hier noch eine schwerere Variante. Und zwar ohne Absetzen. Oder wieder mit. Ja. Hopp, 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 hopp. Richtung Handtuch. Kick. Schön gemacht. Wir drehen uns. Leg dein Handtuch einmal rechts neben dich ab. Komm in die Brücke. So. Nimm das Handtuch vor dich und zur anderen Seite. Also du wechselst jetzt immer, legst das Handtuch mal nach vorne, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Links, nach rechts. Vielleicht bist du auch zu zweit. Könnt ihr euch die Handtücher wechseln. Hep. Und wechsel. Und wechsel. Und wechsel. Und zack. Und zack. Und zack. So, jetzt müssen wir schnell sein. Einmal das Handtuch so zusammenfalten. Mit den Füßen auf dem Handtuch drauf. Und jetzt rutsche weg damit und zieh's ran. Rutsche weg, zieh's ran. Rutsche weg, zieh's ran. Wenn das nicht gehen sollte, weil bei mir ist leider jetzt gar nicht so ganz glatt. Vielleicht habt ihr zu Hause Laminat, dann geht das viel einfacher. Aber geht. Okay, also auf Laminat scheint das wohl besser zu gehen als halt auf einer Matte. Da müsst ihr nochmal drauf achten. Seid stütz. Und komm hoch. Und tief. So, jetzt bleib mal hier. Wenn du schwerer willst, beide Beine übereinander. Ansonsten einmal absetzen. Einrollen, strecken. Einrollen, strecken.
Schulterellbogen eine Höhe. Bauchnabel fest. Öffne dich. Noch 30 Sekündchen. Schön. Noch 10. Bleib schön oben. Und jetzt darfst du absetzen. So, komm nochmal in den Sitz, bevor wir auf die andere Seite wechseln. Nehmen wir nochmal das Handtuch. Ja. So. Achtung. Rechts und links. Füße aufstellen. Bisschen Gewicht nach hinten verlagern. Und schön das Handtuch über den Kopf nach links und rechts, nach links und rechts. Achtung, Beine bleiben fest. Wenn du schwerer willst, heb mal die Beine. Okay, gut, gut. Komm, noch 20 Sekündchen. Brust raus. Rücken gerade, Arme bleiben über dem Kopf oder wieder absetzen. Gut, wir wechseln. So, Achtung, wieder klein machen das Handtuch. Entscheide für dich, unteres Bein winkeln oder beide Beine gestreckt. Schulter, Ellbogen bleiben eine Höhe. Genau. Und ihr wisst, der Faden ist an eurer Hüfte befestigt. Und zieht euch schön zur Decke. Schulter, Ellbogen, eine Höhe und öffne dich. Gleich geschafft, noch 5 Sekündchen. Bleib oben. Und absetzen. So, du gehst nochmal in die Rückenlage, nimmst das Handtuch nochmal in deine Hände, linkes Bein über das rechte. Achtung, dreh dich zum gewinkelten Bein. Hoch, hoch, ab, ab, hoch, hoch, ab, ab, hoch, hoch. Hoch, ab, ab, hoch, hoch, ab, ab, Seite, Seite, ab, ab. Achtung, wir heben das rechte Bein und kommen weiter. Hoch, hoch und tief, tief. Und Seite, Seite, Mitte, Mitte, Seite. Seit, Mitte, Mitte, Seit, Seit, Mitte, Mitte, Hep, Hep, gut. Gleich geschafft. Kurze Verschnaufpause. Lass mal den Kopf liegen. Streck die Beine senkrecht zur Decke. Nimm die Arme neben deinen Körper, das Handtuch über den Bauch und wir kippen. Nach rechts und links. Nach rechts und links. Erst einmal lassen wir den Kopf liegen. Vertief die Bauchdecke wieder. Kippe nach rechts und links. Lass die Schultern locker.
Achtung, greif schon mal dein Handtuch, bleib in der Mitte, hebe Kopf und Schultern und kippe, 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 kippe. Die Ellenbogen stützen jetzt auf den Boden. So kannst du besser deine Beine nach rechts und links kippen. Und lass den Kopf jetzt im Handtuch liegen. Und geschafft. Tief ein- und ausatmen. Dann wechseln wir rechtes Bein über das linke legen. Fass das Handtuch. Komme zweimal zum gewinkelten Bein. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. He, he, ab, ab. Hoch, hoch, tief, tief. Schön atmen beim Hochgehen. Beim Runtergehen natürlich auch. Ausatmen beim Hochgehen. Einatmen beim Tief. Achtung, hebt das andere Bein. Go, go, up, up. Schön das Handtuch immer straff lassen. Super gut. So, dann gehen wir nochmal in die Bauchlage. In den Unterarmstütz. Handtuch liegt hier. Achtung, ich nehme jetzt das Handtuch in meine linke Hand und strecke den Arm nach vorne. Ich wechsle in meine rechte Hand und strecke den Arm nach vorne. Und wechsel. Wechsel. Zack. Achte mal auf deine Körpermitte. Vertiefe. Halte die Bauchdecke flach. Der Popo bleibt auch tief. Und zack, absetzen. Zack, absetzen. Zack, absetzen. Zack, absetzen. Zack, ab. Und absetzen. Sehr schön. Wir entspannen, verlagern das Gewicht nach hinten, atmen tief durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Komm nach oben, setz dich noch einmal bequem und streck einmal nach links den Oberkörper beugen, von euch aus natürlich nach rechts und zur anderen Seite. Mach dich nochmal ganz lang, richtig, geh mal in die Überstreckung und jetzt leg dich nochmal auf deine Oberschenkel. Komm langsam in den Sitz zurück. So, meine Lieben, also ein bisschen könnt ihr mit dem Handtuch was machen. Sicherlich gibt es noch mehr Möglichkeiten. Das ist jetzt erstmal so ein kleiner Einblick. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr spürt auch gut jetzt eure Bauchmuskeln und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin meine Videos anschaut und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen und bleibt gesund, seid lieb gegrüßt. Ciao!